Hallo, beginnen wir mit dem heutigen Abenteuer. Wir sind auf einer einsamen Insel und hier wird etwas wirklich, wirklich Schreckliches passieren. Etwas Schreckliches? In genau 100 Tagen wird es eine gewaltige Eruption geben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir in 100 Tagen Vorräte sammeln und einen Unterschlupf bauen müssen, um zu überleben. Wir müssen zusammenarbeiten und alles tun, was wir können. Auf was warten wir? Schau mal, wir sind auf den Berg geklettert. Oh. Unten bildet sich bereits ein großes Lavabecken. Wir sollten uns beeilen, wenn es in 100 Tagen explodiert. Stimmt. Für heute halte ich es für eine gute Idee, einen Shelter zu bauen. Fangen wir gleich an. Lass uns das tun. Tada! Wow! Beginnen wir damit, diese Palmen zu fällen. Wow, das ist hart. Wow! Oh, ich werde Erde sammeln. Ich habe das Holz. Das sollte ausreichen, um mit dem Bau eines Shelters zu beginnen. Fangen wir an. Nice. Das sollte es vorerst tun. Wir haben uns ein ganz einfaches Haus aus Erde gebaut. Ja, das haben wir. Es ist nicht so fortgeschritten, aber es wird für uns vorerst funktionieren. Unser eigenes Haus aus Erde. Ah. An unserem ersten Tag haben wir ein wirklich einfaches Erdhaus gebaut. Lass uns heute ein paar Steine sammeln, Mikey. Hört sich gut an. Wir brauchen eine Menge. Am zweiten Tag haben Mikey und ich viele Steine gesammelt. Hey, ich glaube, auf dieser Klippe steht ein Haus. Was ist das? Schauen wir mal. In Ordnung. Hier ist ein Eingang. Ich öffne ihn mal. Komm! Offen. Wow! Krass! Ist das ein kleines Haus? Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht. Wow, was für eine malerische Aussicht. Es gibt auch Betten und eine Truhe. Was ist drin? Es ist wahrscheinlich ein Schatz. Ich öffne es. Hä? Oh, wir haben einige Karotten und Wassermelonenkerne gefunden. Wir können jetzt unsere eigene Farm machen. Nice! Lass uns die Betten abbauen und gehen. Lass uns gehen! Tag 3. Wir haben Samen in einem Haus auf einer Klippe gefunden. Na dann, dieser Bereich sieht immer mehr wie ein Bauernhof aus. Und unser Haus hat sich vergrößert. Wir haben es geschafft. Lass uns die Samen pflanzen. Woohoo! Hier, pflanzt du den Weizen, Mikey. Okay, mach ich. Jetzt pflanze ich die Karotten. Rohe Karotten können eine gute Nahrungsquelle sein. Großartig, unser Hof ist fertig. Wir können das überleben. Ja. Ich denke, wir können mit allem fertig werden, sogar der Ausbruch. Der Ausbruch ist ziemlich beängstigend. Lass uns als nächstes ein Wassermelonenfeld anlegen. Da, wir haben das Wassermelonenfeld fertig. Yay, nice, wir haben es geschafft. Tag 4. Wir haben unser Shelter mit Steinen verstärkt und viele Samen angepflanzt. Lass uns für den fünften Tag Angeln herstellen und den Tag mit Angeln verbringen. Schau, ich habe meine eigene Angel gemacht. Nice. Wir können Fische für mehr Nahrung fangen und sie später aufbewahren. Plop. Was werden wir wohl fangen? Wer weiß. Wow, hab einen. Guck mal, ein Lachs. So schnell? Du solltest weiterfischen. Genau so. Ja, dann müssen wir uns lange keine Sorgen mehr ums Essen machen. Ich werde weitermachen. Ich sehe etwas. Hä? Wo? Da, da, da! Schau, direkt am Wasser. Siehst du das? Wow, es ist eine große Katze. Ich kann sie mit meinen Fischen zähmen. Komm her. Oh, da kommt sie. Hier, nimm den Fisch. Wow! Wow! Guck! Wow, sie ist so süß und auch freundlich. Sie kann unser Haustier sein. Wir müssen sie bis zum Tag 100 beschützen. Ja, Tag 6. Wir haben eine Katze gefangen. Unser Shelter ist jetzt wirklich stark, da wir ihn mit Steinen verstärkt haben. Es wird unsere Hauskatze besser schützen. Der Hof entwickelt sich auch sehr gut. Die Pflanzen sind reif. Sind sie? Sogar die Wassermelonen. Ernten wir sie. Ich helfe dir. 8. Tag. Wir haben alle unsere Pflanzen geerntet und unser Shelter verstärkt. Tag 10. Sehen wir uns an, wie stark der Lavasee am Boden des Vulkans gewachsen ist. Wir müssen uns schnell vorbereiten. Oh! Ich habe das Gefühl, dass er höher gestiegen ist als beim letzten Mal, als wir es überprüft haben. Stimmt, der Ausbruch kommt. Wir müssen uns beeilen. Ja. Tag 11. Wir haben einen großen Steinzaun gebaut um die Felder. Es könnte uns, unsere Katze und unser Shelter vor der Lava schützen, sobald der Ausbruch stattfindet. Schön, sieht gut aus. Ich denke, morgen sollten wir nach Eisen suchen, Mikey. Machen wir. Ja, Tag 14. Suchen wir in dieser Höhle nach Eisen. Nun, Mikey, wir sind wegen Eisen hier. In Ordnung. Wir brauchen viel davon. Ah, hier drüben. Wir haben welches gefunden. Lass uns alles abbauen. Sicher. Tag 16. Wir haben eine verlassene Mine gefunden und alle übrig gebliebenen Schienen eingesammelt. Nice. Ah. Das ist eine erstaunliche Entdeckung. Das ist großartig. Wir werden so viele Schienen aus dieser verlassenen Mine haben. Moment mal. Was denn?
Ich sehe einige Gegner. Ah, das ist schlecht. Wirklich schlecht. Was ist schlecht? Konzentrieren wir uns einfach auf das Einsammeln der Schienen. Wir haben dort unten viele Schienen gefunden und aus Eisen noch mehr gebaut. Jetzt sollten wir einen Blick in das Innere des Vulkans werfen. Wir müssen so oft wie möglich nach der Lava sehen, da der Ausbruch so gefährlich ist. Deshalb verwenden wir alle unsere Schienen, um eine Eisenbahn zwischen unserem Shelter und dem Vulkan zu bauen. Machen wir! Dort, lass uns gehen! Wir benutzen ein Eisenbahnsystem, um unser Haus mit dem Vulkan zu verbinden. Hübsch! Damit haben wir unsere Eisenbahn fertiggestellt. Komm schon! Ja, lass uns gehen! Du zuerst! Okay! Los! Juhu! Ich bin dran! Wow, das macht Spaß! Tag 27. Wir fuhren mit unserer brandneuen Eisenbahn bis nach ganz oben, um eine gefährliche Entdeckung zu machen. Da, angekommen. Wir sind ganz oben angekommen. So bequem. Wie sieht es aus? Wie ist die Lava? Ah, es ist höher geworden. Du hast recht. Es sieht so aus, als wäre sie wieder gestiegen. Meinst du nicht? Ah. Wow, das wird definitiv ausbrechen. Oh. Wir müssen den Shelter verstärken. Und vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, einen Keller zu bauen. Wir sollten nach Hause gehen. Tag 28. Wir haben ein wirklich schönes Shelter, aber wir können noch mehr tun. Wir werden es sicherer machen, indem wir einen Keller hinzufügen. Cool, lass es uns tun! Ja! Endlich! Wir haben den Keller fertig gebaut. Lass uns da runtergehen und nachsehen. Hier ist der Eingang. Krass! Zieh den Hebel. Jetzt können wir losgehen. Lass uns gehen! Ja! Oh, es ist nicht fertig. Hier gibt es noch nicht viel reinzupacken, aber wir haben es geschafft, einen enormen Platz freizumachen. Es war eine Menge Arbeit. Es war hart. Wir haben den Raum, aber nichts Wichtiges, um ihn zu füllen. Es gibt viel zu bauen, also fangen wir an zu craften. Ja! Ich denke, wir sollten eine zweite Farm für das unterirdische Shelter bauen, sodass wir uns selbst versorgen können. Machen wir! Tag 35. Wir haben den Keller für unser Shelter fertig gemacht. Hübsch! Die unterirdische Farm ist fertig. Krass! Wir sind fertig. Yep, wir haben Karotten gepflanzt. Wir können jedoch noch mehr tun, um dies zum besten Shelter aller Zeiten zu machen. Tag 37. Wir haben in unserem riesigen unterirdischen Shelter eine unterirdische Farm gebaut, aber es gibt noch mehr zu tun. Jetzt ist unser Keller wirklich schick. Wir haben einen Pool und ein Aquarium. Obwohl wir keine Fische haben. Auch die Farm hat sich verbessert. Wir haben Zuckerrohr hinzugefügt. Wow, das ist hoch. Dann haben wir hier drüben eine Ranch gebaut, aber wir haben noch keine Tiere. Hier kann man sich entspannt zurücklehnen. Ich habe das Gefühl, es passt endlich zusammen. Ja, total. Das war anstrengend. Ruhen wir uns ein wenig aus. Im Ernst, ich bin fix und fertig. Tag 50. Endlich ist der Keller fertig. Wir haben einen Pool, eine Ranch, eine Farm, ein Sofa und einen Schreibtisch. 56. Tag. Es ist eine Weile her, also sind wir zurück, um nach dem Vulkan zu sehen, wie hoch die Lava ist. Wow, das ist hoch. Hä? Die Lava ist jetzt wirklich nah. Es wird explodieren. Oh. Am 100. Tag wird es einen gewaltigen Ausbruch geben. Oh ja, werden wir es schaffen? Mikey, obwohl unser Shelter stark ist, sind wir wirklich schlecht vorbereitet. Komm schon, wir müssen uns eine bessere Ausrüstung besorgen. Richtig, wir müssen. Wow, oh nein. Gefahr! Gefahr! Ah! Achtung! Achtung! Lauf weiter! Weg! Ich komme! Ah! Komm schon! Wow! Lass uns gehen! Hör auf! Wow! Das war mies! Hä? Sie haben den Zaun durchbrochen. Nun ja, geh ins Haus. Komm! So nah! Nacheinander. Genau so. Fast da. Hey, Mikey, kannst du die weiße Kuh reinschieben? Okay, komm schon, Kuh. Geh rein. Nice. Nächste. Geh von hinten. Genau. Ja. Oh nein. Das ist gut. Ich schiebe. Na bitte. Jetzt haben wir Kühe. Gut. Krass. Wuhu. Wuhu. Wir haben die Ranch mit Kühen gefüllt. Wir sollten noch ein paar hinzufügen. Ja. Ein Baby. Wow, nice. Bleib drinnen. Dort. Tag 57. Wir haben ein paar Kühe in unsere unterirdische Ranch gelockt und sie haben ein Baby bekommen. Tag 60. Wir haben einen Zombie-Spawner entdeckt. Wow, es ist ein Zombie-Spawner. Das ist großartig. Die kenne ich. Oh, so cool.
Ich blockiere es. Wenn wir hier ausleuchten, können sie nicht spawnen. Nice! Super. Ah, das ist super für uns. Wir machen eine Mobfarm. Was ist das? Schau dir all diese interessanten Sachen in der Truhe an. Nice! Ein verzaubertes Buch. Damit können wir alle unsere Ausrüstungen verzaubern. Wow! Was ist das? Es ist fertig. Guck! Dies ist eine Mobfarm, mit der wir Horden von Zombies in Erfahrungspunkte umwandeln können. Einfach alle töten! Siehst du? Schau dir all diese Erfahrungspunkte an! Nice! Wow, 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 wow! Wow, das ist toll! Ja! Das ist so unglaublich. Nur so können wir unsere Erfahrung aufbauen. Schlag sie weiter nieder. Halte dich nicht zurück. Tag 65. Wir haben einen Zombie-Spawner in eine Mobfarm verwandelt. Endlose Zombies, endlose Erfahrungen. Tag 68. Wir haben Diamanten entdeckt. Schau, wir haben endlich Diamanten gefunden. Großartig. Sammeln wir sie ein. Ich will auch welche. Wuhu. Das gibt auch Erfahrungspunkte. Da wir uns so viel Mühe gegeben haben, hier runterzukommen, sollten wir so viele wie möglich sammeln. Holen wir uns diese Diamanten. Tag 75. Wir haben endlich genug Diamanten gesammelt, um Diamantenausrüstung herzustellen. Rüsten wir uns aus. Wow, wir haben so viele verschiedene Arten von Gegenständen für unseren Keller gesammelt, einschließlich all unserer Diamanten. Cool. Beginnen wir mit der Herstellung von Diamantenausrüstung. Ja. Zuerst machen wir die ganze Rüstung. Einen Brustpanzer. Hose, Stiefel, nun ein Schwert. Wow! Dann eine Spitzhacke. Ich werde genug für uns beide machen. Das war's. Hier, 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 hier. Danke! Nice. Ich bin bereit. Wow, sieht gut aus. Krass! Jetzt, da wir vollständig mit Diamanten ausgestattet sind, gehen wir auf ein Abenteuer. 76. Tag. Wir haben etwas Verstecktes im Wald gesehen, also haben wir beschlossen nachzuschauen. Mikey, siehst du das da drüben? Wo? Ich sehe nichts. Gehen wir näher ran. Guck. Hä? Da ist ein Haus. Ich frage mich, ob es verlassen ist. Ich glaube schon. Ich denke... Wow, ein Creeper. Ah! Wow. Das war knapp. Der Baum. Werfen wir einen Blick hinein. Sei vorsichtig, JJ. Oh, hier drin ist ein Bett. Und eine Truhe. Ich öffne es. Hm? Eine Karte. Wozu? Finden wir es heraus. Guck. Hä? Die Insel rechts oben ist markiert. Warum? Schatz! Glaubst du, es ist eine Schatzkarte? Ja, lass uns gehen. In Ordnung. Ist es das? Jawohl, das ist der Ort, an den uns die Karte geführt hat. Ich schätze, wir sollten graben. Vielleicht hier in der Nähe? Ja, lass uns graben. Hä? Oh, guck dir das an. Was? Wir haben einen Schatz gefunden. Schatz? Oh, genau da. Da ist eine Truhe. Es ist wirklich da. Ich werde sie öffnen. Offen. Wow. Was ist drin? Lapislazuli, Bücherregale, ein Verzauberungstisch und Feuerschutzverzauberungen. Wow. Mikey, das ist eine Menge Feuerschutz. Krass. Wir sollten den Verzauberungstisch vorbereiten und versuchen, unsere Ausrüstung damit zu verzaubern. Machen wir! In Ordnung. Endlich haben wir den Verzauberungstisch aufgebaut. Kommen wir gleich zur Sache. Wir leben auf einer Insel, die am 100. Tag massiv ausbrechen wird. Wenn wir das überleben wollen, brauchen wir jede Menge Feuerschutz. Zuerst müssen wir das verzauberte Buch und die Diamantenbrustplatten einlegen. Verzaubern. Bitte schön, Mikey. Danke. Als nächstes werde ich meinen Feuerschutz hinzufügen. Ich denke, wir sind jetzt in Sicherheit. Hier. Danke. Damit sollten wir jetzt vor Feuer sicher sein. Ah, warte. Creeper, 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 Creeper. Wow. Meine Rüstung hat gehalten. Krass. Ich bin sicher. Wirklich? Das ist super. Lass uns den Rest des Tages damit verbringen, mit Verzauberungen herumzuspielen. Machen wir. Was nehmen wir? Oh, Schärfe. Hört sich gut an. Lass uns doch mehr verzaubern. Ja, los geht's. Ich wähle einen aus. Oh, dieser ist ziemlich gut. Diese Verzauberung hat an Breaking, Effizienz und Glück. Als nächstes kommt mein Schwert. Jetzt hat es Smite. Nice.
Das ist krass. Mikey und ich haben ein Shelter für unsere Hauskatze gebaut. Ja, tolle Idee. Hier wird es sicher sein. Selbst wenn der gewaltige Ausbruch am 100. Tag stattfindet, wird die Katze hier drin überleben. Total. Tag 85. Wir haben für unsere Katze ein Shelter gebaut. Tag 90. Wir gingen zurück zum Vulkan, um zu sehen, wie stark die Lava seit dem letzten Mal gestiegen war. Wir haben nur noch wenig Zeit, um uns auf den gewaltigen Ausbruch vorzubereiten. Hä? Wow, no way! Oh. Wow, die Lava ist schon fast bis zur Spitze hochgesprudelt. Tag 100 rückt näher. Hä? Was brennt? Mikey, noch 10 Tage. Lasst uns alles geben, okay? Okay, ich möchte wirklich überleben. Tag 95. Es sind nur noch 5 Tage bis zum Ausbruch, aber ich denke, mit unserem Shelter werden wir es schaffen. Lasst es uns heute ruhig angehen und Kuchen essen. Wow, seht euch dieses Fest mal an. Lecker. Ich habe das Gefühl, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben hart gearbeitet und uns so angestrengt. Ich denke, dass es uns gut gehen wird. Das ist richtig. Ich denke, wir werden die gewaltige Explosion am 100. Tag überleben. Unser Shelter ist stark. Ich stimme zu. Wie auch immer. Lass uns Kuchen essen. Lecker. Es ist lecker. So gut. Wow, ich bin voll. Wir haben nichts mehr vorzubereiten. Also entspannen wir uns für die verbleibenden Tage. Klingt gut für mich. Noch ein Tag. Oh, lass uns fertig machen. Ich fange an, ein wenig nervös zu werden, ob wir es schaffen werden. Oh, die Katze ist von alleine ins Shelter gegangen. Ich habe die Tür zugemacht, damit sie drin bleibt. Morgen ist der gewaltige Ausbruch. Also bleib einfach in deinem Shelter und pass auf dich auf, okay? Lasst uns unser Bestes geben und akzeptieren, was passiert. Ich bekomme echt richtig Angst. Lass uns früh ins Bett gehen. Hä? Was? Es ist so laut! Wir sind aufgewacht, weil wir ein lautes Geräusch gehört haben, aber... Hä? Wow! Unmöglich! Das ist wirklich schlimm! Es spritzt heraus! JJ, was machen wir? Oh! Was? Wow! Was war das für ein Ding? Ich glaube, es kam vom Vulkan. Wirklich? Wir haben die Mauer gebaut, um uns vor der Lava zu schützen. Aber jetzt... Wow! Alles geht so schnell. Schnell, lass uns in den Keller klettern. Okay. Komm schon, lass uns gehen. Wow. In Ordnung? Beeil dich. Ich muss die Luke schließen. Okay. Okay, bleiben wir erstmal hier drin. Wir stecken jetzt drin fest. Gut. Ich hab Angst. Kitty, du bleibst genau dort. Oh, das war so laut. Im Moment können wir nur drin bleiben und hoffen, dass unser Shelter standhält. Ja. Wir werden hier unten eine Weile überleben können. Wow. Das war laut. Sind wir sicher? Ich glaube, wir schaffen das. Mikey, heute ist Tag 101. Hä? Ist es sicher rauszugehen? Oder ist es immer noch zu gefährlich? Nun, es hört sich so an, als hätten sich die Dinge beruhigt. Vielleicht sollten wir mal nachschauen? Gute Idee. In Ordnung, ich werde es prüfen. Los geht's. Wie sieht es aus? Ist es sicher? Wow, alles brennt. Unser Haus. Ja, was ist passiert? Wow, die Decke. Hä? Nein, unsere Farm! Beeil dich, wir müssen es löschen! Autsch, das ist heiß! Wow, wow, das ist verrückt! Früher war der Berg mit Bäumen bedeckt, aber jetzt ist er völlig leer! Aber... Was? Wir haben überlebt! Das ist richtig, wir haben überlebt! Ach, krass! Ich gehe besser nachsehen, ob die Katze auch alles überlebt hat. Ja, sie hat überlebt. Zeit, sie rauszulassen. Ja! Hurra! Und damit, Mikey, sind wir fertig. Tada! Super, wir haben überlebt! Genau wie wir es geplant hatten, haben wir einen massiven Vulkanausbruch überlebt. Wir haben es tatsächlich geschafft! Yay, wir sind unbesiegbar! Also, wenn dir das Abenteuer gefallen hat, abonniere bitte den Kanal und like dieses Video. Auf Wiedersehen! Dankeschön, auf Wiedersehen! Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo.
Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.